So, weiter geht's mit einer neuen Runde auf Mistralia. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen ein Problem gewissermaßen. Zuallererst die Party hier, die hat glaube ich keine Red Skull. Ich weiß nicht, wie man das im... Wait. Waren es letztens auch schon 15 Millionen? Waren es nicht so 57.000 oder so? Ach nee, das war das Extra Back. Oh Gott. Ah, shit. Shit. Es gibt genug Partys aktuell, aber die sind alle voll. Hier ist eine theoretisch. Die hat noch Skills, die hat noch lang genug Skills zumindest. Den nehmen wir. Okay. 65, keine Punkte, nice. Okay, wir haben gerade ein bisschen ein Problem. Und zwar, wir haben aktuell kein Geld und unsere HP reichen halt noch lange nicht, um hier den Dungeon zu farmen. Beziehungsweise es kommt drauf an. Also letztens lief es ja eigentlich okay, sage ich jetzt mal, hier im Evilus Dungeon. Problem ist halt aktuell, also die HP sollten reichen, die sollten glaube ich sogar relativ gut ausreichen, ich weiß es nicht genau. Das Problem ist halt auf alle Fälle Schaden, hier, das ist halt, gut, ich meine mit dem Knuckle, ey, wisst ihr was das Problem war? Ah shit, Attack Speed 66%, wir brauchen nicht unbedingt mehr Attack Speed, daran scheitert es momentan. Genau, es gibt auf Eifel auch noch nützliche Skills, habe ich gehört, die man nutzen sollte. Warte mal, was ist das? Lol. Wie, was macht das? Duration in Minute. Decreases the defense, but increases the anger and strength of the opponent. Lol, was? What? Okay. Die haben mir einiges Skills verändert, tatsächlich. Base Damage ist der Single Target. Okay, probieren wir einfach mal aus. Vielleicht ist es ganz nützlich. Okay, AOE ist klar. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich wie immer. Genau, wir probieren einfach mal alles aus. Hier glaube ich, wird nichts verändert worden sein, schätze ich mal zumindest. Ah, genau. Okay. Ja, probieren wir es einfach aus, das Ganze. Haben wir noch irgendwo Power-Ups? Hier haben wir noch einen Grilled Eel. Einen gegrillten Aal. Genau. Ah, fuck. Natürlich brauchen wir auch hier Pillen, logisch. Was haben wir aktuell? Wir haben nur 5 von den großen. Okay. Naja. By the way, Lusaka-Waffen sind übrigens echt billig. Also es ist halt nichts dabei für mich, es ist halt immer so. Aber ich meine, überleg mal, Ulti-Waffen. Einfach fucking Ulti-Waffen. Hier sogar ein Ankommen. Ist halt noch besser. Okay, nee, nicht hier, sondern hier. So, die Dinge sind leider relativ teuer. Ich meine, 100 Pillen kosten 500. Ich schätze mal so 40 werden wir bestimmt brauchen. Das ist natürlich jetzt massive Verschwendung. Aber ich... Wobei, ich könnte mit einem Ringmaster einen Job annehmen und dann... weiß nicht. Müssen wir mal schauen. Okay. Evilus dann. Wie schaut es hier aus? Keiner in Evilus. Okay. Erstmal also schön aktivieren. Ach, ein Upcut wäre noch geil gewesen, aber ich glaube, einen Upcut können wir uns nicht leisten, oder? Ich bin aktuell wirklich komplett broke. 10 Millionen. Oh. 10 Millionen ist mies. Vielleicht können wir uns noch einen kaufen für... Nee, können wir leider nicht. Schade. Ist noch irgendwas Interessantes? Nicht so wirklich irgendwie hier. 75 Punkte ist auch viel zu viel. Nee, das ist alles... Nee. Okay, da muss leider so laufen. Ich weiß, ich hätte noch schnell 1, 2 Gigs farmen können und so, aber... Ja, naja. Ich weiß gar nicht, wie stellt man hier eigentlich ein, ob man hier solo reingeht oder nicht solo. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Jesus Box. Ach, jetzt droppen wir ein Ei. Natürlich, jetzt droppen wir ein Ei.
Ich habe noch nie ein Ei vorher gedroppt. Mal kurz die Skills testen hier. F7. Schon 11k Damage, okay. Ist jetzt nicht die Welt. Ist halt nice to have und so. Klar, kann man nutzen, aber... Ja, dafür, dass man den FP-Trank und so weiter braucht. Oder kann man das Ding spammen? Ah, nicht gut genug. Nee. Oh, aber der... Wie lange geht das hier? Eine Minute? Okay, das ist gut. Eine Minute, jeweils 2,4k Damage ist ziemlich gut. Genau, ja, Rest ist halt quasi wie gehabt. Okay, ja, das ist aber nett. Das ist nett. Wie schaut es denn hier aktuell mit unserer Death aus? Wir haben hier momentan 1800 Death. Das ist gar nicht mal so schlecht. Es ist halt trotzdem nicht genug, glaube ich, dass wir hier wirklich abräumen könnten, aber... Ja, Sfuden ist ja, glaube ich, echt so die... Sfuden ist eine Herausforderung. Ich weiß, wie gesagt, auch immer noch nicht genau, wie wir hier... Also ich weiß nicht, wie man Attack Speed kommen, das wird noch ein Problem. Wobei Beats, ja gut, Beats könnten natürlich jetzt schon... Beats könnten lustig sein. Ich fällt gerade ein, ich könnte noch was verkaufen, hätte noch was verkaufen können für den Upcut. Ja, Anfängerfehler. Ich glaube, ich packe auch mal schnell das Ei ein. Das Ding aus für ein paar mehr STR. Ja, okay, also unser Schaden ist halt wirklich mehr als mies. Genau, naja, gut, aber ich meine, mit Bloodfist, glaube ich, ist die DPS gar nicht mal so schlecht. Crit-Rat ist okay zumindest. Ich meine 23%, das ist halt... Ja, könnte besser sein, könnte auch schlechter sein. Der Vault-Buff ist mittlerweile auch schon ziemlich krass. Also ich meine, allein von den Pina-Drops und so und Item-Drops und ja, XP sind auch noch ganz nett. Ganz lustig ist übrigens dieser Additional Damage. Das skaliert da ziemlich gut. Aktuell kriege ich, gut, ich meine, 10 Additional Damage geben halt 11 Attack. Das skaliert natürlich jetzt noch nicht so gut. Das liegt aber an anderen andere Gründe. Weil ich halt keine prozentualen Attack irgendwo drauf habe. Und genau. Diese kleinen blöden Fliegen, Mann. Dass die immer vor allem rumschwirren müssen. Das ist so nervig. Johohoho. Naja, also ich glaube, wobei 25k. Naja. Müssten wir mal schauen. Ja, also einfach wird es halt definitiv nicht. Warte mal, was haben wir hier? Wir haben noch das andere Schild an aktuell. Ja, also ich glaube, ohne die Ringmaster-Buffs, also ohne die Seraph und hier Force-Master-Buffs, haben wir, glaube ich, halt echt sehr schlechte Karten. Ich weiß nicht, ob sich das Ganze noch irgendwie ein bisschen verbessert, aber so wie es aussieht, glaube ich, nein. Dann das Ei leveln wir, nicht das Ei, das Pad leveln wir sogar. Okay, ist interessant. Na gut, die Mobs sind auch hoch genug mittlerweile. Das Ding ist, ich glaube, es ist halt Verschwendung, was wir gerade aktuell tun. Ich hätte halt noch unbedingt einen Upcut besorgen sollen. Das war, glaube ich, halt, das war wirklich der Fehler. Beziehungsweise genau das wird der Fehler sein. Einfach, weil wir halt nicht schnell genug die ganzen Mobs downbringen. Also die Bosse downbringen. Und dann stehen wir halt da und ja... Ja, wir können Skills spammen, aber ich glaube, das ist auch nicht so krass. Ja, nicht wirklich. Nee, ich glaube, wir können rausgehen. Ich glaube, das packt man nicht. Können wir raus. Das bringt gar nichts. Das Ding ist einfach zu krass für uns, das ist das Problem.
Ich habe gerade, ob ich die restliche Folge irgendwie füllen kann. Ich meine, das Ding ist, ich muss jetzt einfach kicken bis zum Umfallen. Wobei ich auch gar nicht sicher weiß, ob das gerade wirklich Sinn macht. Ich meine, das Bessere wäre, glaube ich, einfach leveln, ganz im Ernst. Was kostet ein Astria? Kurz zum Nachschauen. Tickets. 10 Millionen. Shit. Okay. Na gut, also Planänderung. Ich meine, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob das wieder Sinn macht, hier diesen Dungeon zu skippen oder keine Ahnung. Das Ding ist, ich sehe halt aktuell wirklich gerade echt kein Land dafür. Also ich sehe hier gerade keine Chance, dass wir auch nur annähernd und annähernd kurzer Zeit oder in akzeptablen Zeit hier den Dungeon erfolgreich farmen könnten. Das sehe ich halt aktuell überhaupt nicht. Wobei ich sagen muss, ich habe zwar eigentlich damit gerechnet, darauf gehofft, einfach weil wir halt jetzt hier den, wir haben unser Set hier, wir haben eigentlich alles effektiv. Aber es reicht einfach nicht. Ich muss sagen, aktuell noch Karten, wir könnten... Ja, ich meine, klar, es ist schon machbar und so, aber... Das, was wir dafür tun müssen, ist halt schon echt ziemlich Herausforderung, ehrlich gesagt. Das ist halt so die Problematik in der ganzen Geschichte hier. Deswegen, ja, kein Plan. Wie man hier zum besten vorgeht. Oh Gott, ich habe hier noch falsche Aufnahmeoption drin. Ups. Ich weiß natürlich, wir könnten auch gleich... Oh nee, ist das Link? Link, okay. Nee, Link-Attack ist das. Achso, für jeden, okay. 5 Millionen, okay, gut, ist schon ein halbes Astria-Ticket. Ja. Wenn ich halt wüsste, ich meine, was ist halt Wilds? Ich meine, Wilds Level 80 packt man halt auch nicht. Das ist halt das Problem. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass wir einfach weiter leveln und leveln und leveln und leveln. Und irgendwann sind wir einfach an dem Punkt. Wo wir halt nicht weiterkommen. Also quasi halt irgendwie eine Stelle, wo wir halt dann stehen und sagen, okay, wir haben jetzt kein Equipment gefarmt, jetzt, jetzt habe ich keine Chance mehr, hier irgendwie was zu reißen. Da habe ich ja gerade echt ziemlich Schiss davor. Jetzt wechseln wir erstmal unser Equipment hier. 3,1 Kitec. Und den Schmuck. Warte mal, wo haben wir den anderen Schmuck hier? Ach, das. Na, jetzt sieht das blöde Ding aus. Warte mal, irgendwas fehlt doch hier gerade, oder? Ach nee, wir hatten noch gar kein voller Schmuckset. Nee, aber die Teile, die wir hatten, waren, glaube ich, ganz nett. Das Ding hier. Das Ding. Nee, das war ein Dexring? Warum haben wir bloß einen Dexring? Haben wir sonst nichts? Wow, okay. 15 HP. Uff. Gut, natürlich will er sonst. Ja, gut, 15 HP bei 3,4 Attack. 6 von 6 sollten wir eigentlich jetzt haben, oder? Genau, steht auch drauf. Hier mit 3 von 11. Ja, das Ganze wird noch sehr witzig, glaube ich, bei uns. Historic Big Sword. Oder halt nur ein Ringmaster, aber auch der Ringmaster. Boah, ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollten. Ich meine, ich kann jetzt auch offscreen einfach mal irgendwie ein, zwei Stunden gicken. Aber ob jetzt das also den Erfolg bringen wird, weiß ich halt auch nicht. Und hier ist der Text wieder okay, halt, wegen den Effekten. Das ist alles ganz schön schwierig. Und halt nur das Schmuckset, was haben wir aktuell? 3 von 11. 5 von 11 bringt uns gar nichts. 6 von 11 oder 7 von 11. Naja, 8 von 11 bräuchte man ja idealerweise. Oh, ein Guardian-Bau. Not so bad.
Nächsten Händen wollte ich ja nicht mehr farmen, okay. Weil natürlich, jetzt hat man schon Lock und Upcut gefarmt. Ich glaube, mit dem Upcut hätten wir auch relativ gute Chancen gehabt. Was heißt gute Chancen? Das ist... schwer zu sagen. Ist ein Upcut ein Game Changer? Ich meine, der, glaube ich, skaliert er komplett auf, also 20% auf den aktuellen Wert. Das heißt, wir werden halt bei... Na gut, 700 Attack mehr. 700 Attack ist natürlich schon eine ganze Menge. Sollen wir es mal probieren? Ey, diese blöde Fliege hier. Habe ich das Mistvieh jetzt? Nee, wieder nicht. Alter. Okay, 21 Millionen, das haben wir noch gedroppt. Ein Mage-Schild. Magic. Wow. Das sind halt so Sachen, die ich gerade brauchen könnte. Die ich aber nicht droppe. Also 3 All-Stats und so weiter, 1% Death, noch ein bisschen Death drauf und so weiter. Das wäre es natürlich jetzt gerade schon so. Weil hier leveln, warum leveln denn hier welche? Was kicken die hier? Was machen die denn da? Will ich das wissen, was die machen? Was macht denn der hier? 130? Ach, der farmt ja fürs Crafting wahrscheinlich, lol. Alter, was ist denn hier alles los? Was machen die Spieler denn hier? Okay, der farmt natürlich jetzt die ganzen Gigs weg. Ja gut, okay, wisst ihr was? Probieren wir es nochmal. Jetzt gehen wir im Prinzip all in. Wenn es nicht funktioniert, muss ich einfach offscreen dann Geld farmen. Und, ja, weiß ich nicht. Wie lange hält das Ding hier? Eine Stunde. Okay, 4K-Attack. Ich meine, mit 4K-Attack ist man eigentlich schon gar nicht mal so schlecht dran, oder? Wisst ihr was? Wir gehen noch ein bisschen weiter. Der ist gefixt. Nice. 5,3K-Attack. Gut, die HP sind jetzt echt schlecht, schlechter als recht. Mehr schlecht als recht. Aber probieren wir das Ganze. Party ist natürlich auch nicht voll, das heißt, ja, es ist halt alles suboptimal aktuell. Jetzt wäre was frei. Was passiert, wenn ich jetzt leave? Ich flieg bestimmt raus, oder? Mal schauen. Okay, wir wonnen schon mal. Interessant. Okay, absolute Game Changer. Ich überlege gerade, ich glaube, wir könnten natürlich dann später auf den Knuckle gehen und auf das Schild hier. Okay, das Schild nehmen wir am besten mal nicht vielleicht. Wobei, nee, der Knuckle ist so nützlich. Wo ist das andere Schild jetzt hin? Welches Schild war das denn? Hier, das war das, glaube ich, genau. Also irgendwie so das Verhältnis zwischen HP und Damage ist echt ein bisschen schwierig. 5,3k. Habe ich gerade 27k Crits gesehen? 29k Crits? Das sind absolut squishy momentan. Das sieht gerade nicht gut aus. Nee, wir überleben es nicht. Keine Chance einfach. Ah, Attack-Speed ist wieder im Arsch. Okay, das macht es um einiges weniger Damage, glaube ich, oder? Macht es weniger Damage? Nee, auch nicht wirklich. Wir machen weniger Damage. Was haben wir für ein Set-Effekt aktuell? 5 von 11, bringt das nochmal gar nichts. 5 von 11 ist Müll. Wir brauchen 6 von 11 mindestens. 16,5 KP. Boah, ich weiß nicht. Das wird wieder nichts. Das wird absolut nichts.
Wahrscheinlich der nächste gute Effekt aktuell. 6 von 11. Nee, 6 von 11 ist schon ziemlich gut. Ja, ich glaube nicht. Bräuchten halt irgendwie Buffs oder so. Ja, das Ding ist, müsste ich mich halt ein bisschen vorbereiten. Generell halt schon vor der Aufnahme Buffs holen. So auf der Schnelle klappt das einfach jetzt nicht. Also wir probieren es einfach mal ein bisschen, aber ja, ich denke, das packt man nicht. 8? Oder wie viel macht das Gift-Damage? Okay, 2,8, kann ich mal kurz sagen. Na, okay, das hat nicht geklappt, shit. Ja gut, okay, das ist ein guter Punkt, die Folge zu beenden. Ich gehe jetzt einfach ins Bett. genau. Ja, es ist gerade alles noch so ein bisschen... kann man nicht Sachen locken irgendwie? Wie kann man Sachen hier locken? Normalerweise geht es mit Rechtsklick. Shift und Rechtsklick, okay. Okay. Mystic Earring Lock. 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 Ich will einfach nicht, dass ich irgendwas hier verliere oder so. Das finde ich jetzt sehr nervig. Okay, ich mache das Ganze mal offscreen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.